Ich bekomme seit 4 Wochen Anrufe von irgendeinem Unbekannten. Ach nee, Sie sind dumme Kuh, ja? Was machen Sie denn hier? Wenn Sie meine Mandantin noch einmal kontaktieren, gibt es einen Höllenärger. Ich werde dir das Leben zur Hölle machen, bis du unter der Erde liegst. Da werden wir sofort die Polizei informieren, das bringe ich gleich zur Anzeige. Ich bin Ingo Lenzen und kämpfe für Gerechtigkeit. Du, was ist das für ein Gewürz? Kurkuma. Mag ich ja eigentlich. Siehst du? Sarah? Ingo, seid ihr schon in der Nähe? Ja, ja, klar. Wie hörst du dich an? Ja, du, eine meiner Kursteilnehmerinnen wurde angegriffen. Könnt ihr bitte hier zum Parkplatz kommen? Wo bist du denn? Ja, am Parkplatz. Hier ganz hinten am Parkplatz. Wo bist du? Bitte herkommen, bitte. Ja, genau. Sarah! Sarah! Gott. Willen. Hey, was ist denn passiert? Ich wurde irgendwie angegriffen. Ist alles in Ordnung? Ja. Wie geht's dem Körper? Ja, ja, mir geht's gut, danke. Es ist, glaube ich, auch nur Farbe. Haben Sie irgendjemanden gesehen? Nein. Ich bin gleich wieder irgendwo, ja? Das ging total schnell. Ich kam halt von da vorne mit den, vom Tanzen mit den Kursteilnehmern. Ja, wir sehen uns. Nächste Woche, ne? Genau. Okay, tschüss. Bin dann alleine hierher. Ich hatte schon die ganze Zeit so ein komisches Gefühl und dass mich irgendwie jemand beobachtet. Ich wollte dann ganz schnell ins Auto und dann ist mir der Schlüssel runtergefallen. Ich habe mich dann runtergebeugt und dann von irgendwo kam dann auf einmal diese Farbe oder was das ist. Und Gottes Willen. Ich konnte nicht mehr sehen, keine Ahnung. Ich bin ja auch direkt hergerannt, als ich sie habe schreien hören, aber hier war wirklich keiner mehr. Ich habe sie direkt hier so vorgefunden. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass es passiert. Was heißt das nicht das erste Mal? Ich bekomme jetzt irgendwie seit 4 Wochen die ganze Zeit so Anrufe von irgendeinem Unbekannten mit einer unterdrückten Nummer. Und wenn ich dann rangehe, dann legt er auf. Keine Ahnung, ich fühle mich langsam echt nicht mehr sicher. Also jetzt, wer weiß, wo ich wohne und jetzt auch noch hier, wo ich in meiner Freizeit bin. Also irgendwie. Das hört sich alles ganz nach einem Stalker an, ne? Ich habe auch das Gefühl. Ja, aber wer macht denn sowas? Ich rufe mal die Polizei an, okay? Ja, okay. Aber das müssen wir zur Anzeige bringen. Wir werden dir auf jeden Fall helfen, ja? Also keine Sorge. Okay. Melanie Keller informiert unterdessen ihren Mann, der sich sofort auf den Weg macht. Auch die Polizei reagiert zügig und kommt direkt zum Tatort. Doch um gegen den Stalker vorgehen zu können, brauchen die Beamten erstmal einen Tatverdächtigen. Ja, soweit hätten wir das jetzt erstmal. Oh mein Aber Gott, wir nehmen die Sache natürlich ist sehr gut? Ernst. Ja, es gab was ist hier los? Attacke auf mich. Was? Was, mein Mann? Tut mir leid, ich habe deinen Anruf zu spät mitbekommen. Alles sonst wäre ich schon früher da gewesen. Gut. Gut, ansonsten Strafanzeige gegen Unbekannten nehmen wir erstmal auf. Aber ich muss Ihnen gleich sagen, Hoffnung brauchen Sie sich nicht so sehr machen. Ohne Einsatzpunkte ist es immer sehr schwer, da Leute zu ermitteln. Ja? Also, das kann doch nicht alles sein. Da muss doch was gemacht werden. Meine Frau ist angegriffen okay, worden. Okay, wir kennen Anhaltspunkte. Ne? Zeugen fehlen auch. Gut, wir gehen dann, ja? Alles klar. Ja? Tschüss. Ja, tschüss. Hey, und? Nichts. Ich habe überall geguckt, ich habe niemanden sehen können. Okay. Also den Polizeibeamten können Sie da jetzt keine Vorwürfe machen. Ne? Die haben tatsächlich keine Anhaltspunkte. Und naja, um sie weiter zu schützen, fehlt Personal. Ne? Also Personenschutz ist da nicht drin. Das funktioniert nicht. Gar kein Anhaltspunkt. Ja, genau. So, aber jetzt mal zu Ihnen. Haben Sie irgendeinen Verdacht? Keine Ahnung. Ich meine, wer soll sowas machen? Nein, weiß nichts. Nein, keine Ahnung. Naja, ich hätte da schon so einen Verdacht, ehrlich gesagt. Ja, ich habe, meine Mutter ist vor kurzem gestorben. Und ich habe dann einiges verkauft. Unter anderem halt, ja, sehr schönes altes Auto und hatte dann ein paar Interessenten und bei einem musste ich dann absagen, weil ich dann schon jemand anderem verkauft hatte, der hat mir einfach mehr geboten und das war ganz komisch, der ist mir dann auch noch mal vor meinem Zuhause aufgelauert, ich war gerade auf dem Weg zur Arbeit. Hallo, ich will mein Auto abholen. Was für ein Auto? Was für ein Auto? Wir haben miteinander geschrieben, ich möchte mein Auto abholen, ich bin 50 Kilometer hierher gefahren. Ja, das habe ich jetzt leider schon jemand anderem. Wie? Du hast weiterverkauft. Weg, wo ist das? Der wurde total völlig unverhältnismäßig aggressiv und hat mich beleidigt. Willst du mir sagen, das Auto ist weiterverkauft? Ich hab ihn. Willst du mich verarschen, blöde Kuh? Ich habe ihnen kein finales Angebot gemacht. Sie haben miteinander geschrieben, sie haben gesagt, dass ich das Auto bekomme, ja? Sie haben mir auf dem Anrufbeantworter gesagt, ja, dass das Auto weg ist. Spielt keine Rolle, ich möchte mein Auto haben. Ich habe ihm dann ganz ruhig gesagt, dass ich ihm ja schon bereits gesagt habe, dass das Auto verkauft ist. Wo ist mein Auto? Wo ist mein Auto? Ich hab ihr Auto nicht. Ich hab das schon. Wie viel hat der Jäger geboten? Ja, 500 Euro mehr. Das 500 Euro, kein Problem.
Ich gebe die 500 Euro und ich möchte das Auto haben. Mach mal leise. Mach leise, ich möchte das Auto haben. Ja, dann kam dann meine Nachbarin dazwischen. Ich möchte jetzt mal aufhören schreien und verlassen hier. Ich gehe hier nicht, ich möchte mein Auto haben. Dann hole ich jetzt die Polizei und das geht ganz schnell. Nehmen Sie Ihre Schilder und verschwinden. Und zügeln Sie sich mal ab jetzt. Wir sehen uns noch, ich werde mein Auto holen. Kann doch wohl nicht wahr sein. Wir sehen uns doch wieder. Ja, aber glauben Sie, dass der Mann so durchgedreht ist, dass er diesen Anschlag hier verübt hat, nur weil er das Auto nicht bekommen hat? Das ist jetzt irgendwie der Einzige, der mir da irgendwie einfallen würde. Okay. Haben Sie denn Namen, Adresse, irgendwas von diesem Typen? Ja, Carsten Müller heißt er. Naja, ich würde sagen, du solltest jetzt aber erstmal duschen gehen, oder? Ja. Dann lass uns doch vielleicht noch mal reingehen, machen uns ein bisschen frisch, oder? Ich muss jetzt aber auch wieder in die Firma. Alles klar. Ja. Okay, weil ich habe so viel Arbeit. Ja? Alles gut. Ja? Kümmere dich mal um die Arbeit, klar? Ja? Ich komm. Okay, wir sehen uns später. Ciao. Ciao. Okay, dann bringen wir dich später einfach nach Hause. Ja. Ja, gut. Okay, dann nimm mal deine Tasche. Ich hol meine Sachen und dann... Bringen wir sie nach Hause, ne? Dann er macht das ja nicht. Wir sehen nach Hause. Oder? Ja, hätte ich ja, das auch ja, so gesagt. Ja, nee, ne? Alles gut. Okay, ja, wartet ihr denn kurz? Wir sind am Auto. Ja, okay, gut, bis gleich. Ja. Nein, komm mal. Ach, Mann, ey. Ist der Farbangriff eine Racheaktion des Autohändlers oder hat es jemand ganz anderes auf Melanie Keller abgesehen? Ingo Lenzen will dem Psychoterror schnellstmöglich ein Ende setzen. Doch dafür muss er nicht nur den Täter finden, er braucht auch Beweise. Also ganz wichtig ist jetzt, Frau Keller, dass Sie ein Tagebuch führen und darin alles notieren. Nachrichten, Briefe, Anrufe und so weiter. Ja, dass wir nachher wirklich die Belästigung dokumentiert haben. Und dann informieren Sie bitte alle Freunde und Bekannte. Öffentlichkeit, die hilft. Wenn die Ihre Situation kennen, dann achtet jeder auf Sie ein bisschen. Ja, und keine Warensendungen annehmen, die Sie nicht bestellt haben. Ja. Auch ganz wichtig. Und ich glaube, du solltest dir auch eine geheime Rufnummer zulegen, ja, damit dieser Telefonterror endlich mal aufhört. Nicht, dass du noch weiter bombardiert wirst. Haben Sie eigentlich irgendwelche Informationen zu diesem Autoverkäufer? Ja, nicht wirklich. Also ich weiß ja, dass der Carsten Müller heißt, glaube ich. Ja. Aber wie gesagt, wir haben nur kurz auf dieser Internetseite gechattet, nicht wirklich viel ausgetauscht, außer jetzt Name und kurze Nachrichten. Kann ich mir die Seite vielleicht mal angucken? Ja, klar. Vielleicht kriege ich ja über den Betreiber der Seite noch weitere Kontaktdaten von ihm raus. Müsste ich ja noch hier haben. Ja. So. Moment, ich habe hier gerade auch irgendwie eine E-Mail gehalten. Ach du Scheiße. Was ist los? Oh Gott. Zeig dir das her. Oh Gott, schau dir das an. Oh Gott. Ingo, guck mal. Was ist los? Oh Gott. Hier ist irgendwie, ja, hier ist eine Sprachmemo noch mit. Warte mal. Scheiße. Mann, was? Ich werde dir das Leben zur Hölle machen, bis du unter der Erde lebst. Gib mir das bitte. Oh Gott. Ja, wenn wir sofort die Polizei informieren, das bringe ich gleich zur Anzeige. Aber ganz ehrlich, man hört ja, dass die Stimme verfremdet worden ist. Ja, trotzdem. Also, das ist irgendwie mit einer App gemacht worden. Ja. Kann man das irgendwie zurückverfolgen oder ich müsste vielleicht seine Handydaten mal auslesen. Okay. Ja, damit ich dann rauskriege, von wem die E-Mail ist. So, was wir auch machen ist, wir werden diesen Carsten Müller oder wie er immer heißen mag, gleich morgen früh konfrontieren. Ja. Bedroht der Autohändler wegen eines geplatzten Deals das Leben der Mandantin? Zumindest bis zum nächsten Morgen folgen keine weiteren Attacken. Durch den Schutz des Anwalts traut sich Melanie Keller, dem einschüchternden Carsten Möller erneut gegenüberzutreten. Ein Mitarbeiter von diesem Möller hat mir gesagt, dass er hier irgendwo rumläuft und Flyer verteilt. Okay. Ah, da, das ist er. Das ist er? Ja. Ja? Dann warten Sie mal hier. Das ist er. Ach nee, Sie sind dumme Kuh, ja? Was machen Sie denn hier? Geht's Ihnen noch ganz gut? Wie geht's mir? Wollen Sie meine Mandantin hier als dumme Kuh bezeichnen? Na klar, die hat mein Geschäft kaputt gemacht. Was für ein Geschäft? Ich wollte ein Auto von Ihnen ja kaufen, ja, den sie inseriert hat. Und das ist nicht zustande gekommen, weil sie es weiterverkauft hat. Was ist los mit der? Wie steh ich denn da? Und dann gehen Sie gleich hin und verschicken Drohmails, ja? Was für Drohmails? Ja, die hier. Ich werde dir das Leben zur Hölle machen, bis du unter der Erde lebst. Ich weiß von gar nichts. Ach so, ja, das ich weiß wissen von Sie nicht. Nee. Wenn die keine Ahnung hat, ja, von Autos, haben sollen Sie am besten Vertrag? Ihre Fresse halten. Nein, haben Sie einen Vertrag? Hab ich nicht. Also, was wollen Sie denn dann? Wie? Was wollen Sie dann? Ich will das Auto ich haben, ja? Ich sage Ihnen eines, wenn Sie meine Mandantin noch einmal kontaktieren, gibt es einen Höllenärger. Und haben wir uns da verstanden? Drohen, oder ich drohe Ihnen nicht, ich zeige Ihnen nur die Konsequenzen. Ich hatte einen Käufer. Machen Sie jetzt die Biege und hören Sie auf zu erzählen. Verschwinden Sie. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Gott, was für ein Typ, wirklich. Bringen Sie sich nicht auf. Bringen Sie bitte nicht auf. Ja, aber meinen Sie, der könnte damit was zu tun haben? Ich weiß es nicht. Ausschließen kann ich's nicht. Ich wäre gerne voller Zuversicht. Melanie Keller hat verständlicherweise Angst davor, was als nächstes passiert. Auch Ben Handke macht sich große Sorgen, denn er weiß, dass Stalker unberechenbar sind. Zu Recht, denn die nächste Attacke wartet schon.
achten Sie darauf, dass Sie sehr vorsichtig sind. Ich habe Ihnen ja so ein paar Handlungsmaxime an die Hand gegeben, mit denen Sie jetzt wissen, wie Sie umgehen können, damit Sie ein bisschen Sicherheit für sich haben. Okay? Alles klar. Danke ich Ihnen erstmal. Gut. Danke auch an Sie. Also, schön. Ja. Und Sie können jederzeit anrufen. Danke. Falls das genau. Sollte. Lass mich mal ganz kurz. Die Arme. Ja. Voll Scheiße passiert. Was machst du? Bitte, kommen Sie mit raus. Was ist denn passiert? Was ist das? Das ist hundertprozentig bremsfest. Ja, sieht ganz danach aus. Irgendjemand hat den Wagen manipuliert. Was? Kann das Auto nicht gewesen? Hat er Zeit dafür? Was denn das? Nein, da kommt er doch gerade her. Das hätte er nie geschafft. Wer ist zuletzt mit dem Wagen gefahren? Ja, mein Mann, aber vor 30 Minuten. Der hätte das merken müssen. Rufen Sie den mal bitte an. Der hätte das gemerkt. Okay. Du, Sarah, da hat irgendjemand an Frau Kellers Auto rummanipuliert. Da ist Bremsflüssigkeit ausgelaufen. Wenn Ben nicht gewesen wäre und die losgefahren wäre, der hätte Gott weiß, was passieren können. Mal, kannst du bitte an der Adresse von Frau Kellermann überprüfen, ob irgendjemand was gesehen hat? Okay, mache ich. Ja? Du, aber ich wollte dir auch noch was erzählen. Und zwar habe ich in der Zwischenzeit ihre Handydaten ausgelesen. So, und jetzt halte ich fest, diese E-Mail mit der Drohbotschaft, die wurde von dem PC aus dem Raumausstatterbetrieb ihres Mannes verschickt. Das war jetzt nicht wahr. Aus dem Betrieb? Ja, das ist ganz sicher. Ich habe die IP-Adresse aus dem E-Mail-Quelltext ausgelesen. Okay, alles klar. Du, also überprüf bitte, ob jemand was gesehen hat und ich melde mich dann später bei dir, ja? Danke, ciao. Geht nicht ran. Versucht die ganze Zeit den Mann zu erreichen, da geht nach seinem Tipp, geht nicht ans Telefon. Also, wir machen jetzt Folgendes. Sie gehen jetzt nicht zur Arbeit. Okay. Und wir fahren jetzt zu Ihrem Mann, ja? Alles klar. Der Stalker kommt sehr wahrscheinlich aus dem Betrieb Ihres Mannes. Was? Von da ist die Droh-E-Mail abgesandt worden. Das hat Sarah mir gerade erzählt. Kommen Sie. Kann das sein?